Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's, euer Bakayashi, und das hier sind die Patch Notes vom Video vom 15.02.2023. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Valentinstag. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. This time for Bakayashi. Okay, der Patch heute ist wirklich sehr übersichtlich. Wir haben ein paar Events wir haben einen ganz okay Patch, ganz okay Pershop. Gehen wir direkt rein, Leute, ich kläre euch auf. Also, Event Nummer 1, zwei Anwesenheitsbelohnungen zum Preis von einer. Es gab ja so ein 30-Tages-Plan-Event von Megu und Wusa, als sie released wurden. Und da haben wir letzte Woche dieses Drop-Event bekommen. Davor gab es ein paar Lifeskill-Events. Und ab heute gibt es ein Enhancing-Event. Das ist eigentlich gar nicht wirklich so ein krasses Event. Das ist einfach nur eine Einlog-Belohnung, wo wir ein paar Enhancing-Mats bekommen, aber wir bekommen auch, wie angekündigt oder wie vermutet, die Origins, die Quelle des Verschlingens. Ich habe dafür mal hier noch eine Excel-Tabelle mal angefertigt vor langer Zeit, weil wir diese Teile immer wieder mal bekommen haben, und ihr könnt euch das mal gerne anschauen. Diese Origins erhöhen eure Fail-Stacks gemäß dieser Tabelle. Das heißt, wenn ihr einen Fail-Stack habt, der bei 146 liegt, schaut ihr hier in diese Sektion, 145 bis 158, und wenn ihr dann auf 146 diesen Origin raufpackt auf den Fail-Stack, bekommt ihr for free, ohne Risiko, plus 6 dazu. Das Ganze geht bis 230 und dann ist auch Schluss. Schaut euch gerne mal die Tabelle an, ist ziemlich selbsterklärend. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in den Stream oder schreibt es in die Kommentare. Okay, also ganz viele Anwesenheitsbelohnungen. Wir haben hier erstmal die erste Woche, wo wir von morgen, 16. Februar bis 22. Februar, jeden Tag Enhancing Mats bekommen oder sonstiges. Wir bekommen hier zwei Origins. Ich denke, das ist noch nicht alles. Die Woche danach, ab dem 23. Februar bis zum 1. März, da soll es noch weitere Items geben. Ich vermute weitere Origins. Also plant nicht nur zwei ein, sondern plant vielleicht mehr, damit ihr das vielleicht ein bisschen vorausschauend stacken könnt. Auf jeden Fall bekommen wir hier noch weitere Belohnungen. Gut, ansonsten gibt es noch andere normale Anwesenheitsbelohnungen, wo auch wieder Shakatu-Siegel mit drin sind und so weiter und so fort, aber nichts Erwähnenswertes, ja. Jeden Tag einloggen, die Belohnung unter Z abholen oder beziehungsweise die kommt in Schwarzgeist-Tresor und yalla. Nächstes Event, besiegt die grausamen Bosse der dunklen Risse. Ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass ihr die dunklen Risse bitte nicht machen sollt, und jetzt erfahrt ihr auch wieso. Es ist mal RNG, es kann natürlich sein, dass nur das Event kommt, das hier unten, wo einfach weitere Rissbosse zum Event released werden, ne? Titium, Skelettkönig, Lebur, die droppen halt diese Kiste und in dieser, oder die können diese Kiste droppen, und in dieser Kiste kann halt dann eines dieser Base-Boss-Items drin sein, ja. Zusätzlich gibt es aber ab und zu das Event hier, Nummer 1. Und zwar werden die vorhandenen Kisten, die man bei den Riff-Bossen bekommt, umgewandelt in eine Event-Riff-Boss-Kiste, wo auch ein Disto drin sein kann. Ein Base- bis D-Disto. Das heißt also, die ganzen vorhandenen Riff-Bosse, die ihr hier seht, haben jetzt unter anderem auch die Chance auf einen Disto. Und deswegen hättet ihr die aufbewahren sollen, weil ihr sonst keine Distos rausbekommen könnt und müsst erstmal warten, bis sie respawnen. Ich habe natürlich alle 12 Rissbosse offen gelassen und mache sie direkt heute. Ansonsten 3 extra Rissbosse. Viel Spaß. Nächstes Event. Besondere Herausforderung von Valks. So, da gibt es einfach nur ab morgen bis zum 27. Februar jeden Tag einloggen, 30 Minuten spielen plus 60 Minuten spielen. Dann habt ihr so ein paar Enhancing-Mats, eine Loot-Scroll, und aus diesen Valks-Verstärkungspaketen habt ihr die Chance auf eines dieser Items, die ihr hier sehen könnt. Also von so kleinen Obolus-Enhancing-Items bis hin zu Feldstacks. Ist ganz okay, ganz nett. Gut. Nächstes Event und damit auch das letzte Event heute. Wie ihr ja wisst, haben wir nächsten Monat im März das 7-Jährige in BDO, das 7-Jährige in EU-NA. In Korea gibt es das Spiel schon seit 9 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall gibt es hier ein Roleplay-Event. Ja, es geht darum, was ist für euch ein Weltwunder in BDO. Macht davon ein Screenshot, macht davon irgendein Video oder so, da steht alles hier. Seid so kreativ wie möglich und sendet das Ganze hier ein. Ne? Da steht genau, wie ihr das einsenden sollt. Hier ist ein Button dafür. Und verseht das Ganze mit einem Hashtag. Und am Ende haben insgesamt 7 Abenteurer in NA und EU, also insgesamt 14, die Chance auf diese Belohnungen hier. Das sind halt wirklich echte Merchandise-Items. Das sind so Pinnnadeln, die du anstecken kannst. Ja, einmal für die ganzen Regionen, Kalfion, Zenandia und so weiter und so fort. Oder das Ganze auch für Klassen. Ne? Hier Striker, wer auch im wahren Leben ein Striker sein möchte und vielleicht seine Liebe, seine Flamme damit begeistern möchte, dann kann er sich... Sollte das mitnehmen. Gut, aber es gibt auf jeden Fall auch Zweitplatzierte. Zweitplatzierte sind 77 Abenteurer insgesamt in NA und in EU, also 100.
54. Die bekommen nochmal 7 Tage Segen des Altmonds. Das sind die 3 Buffs: Kammer-Sylphbaum, Buch und Verfahrtheitspaket. Und es gibt noch weitere 3 maximale Abenteurergewinner in NA und in EU, also 6 insgesamt. Oder maximal 3. Auf jeden Fall, die eine Chance haben, das HyperX Cloud Alpha Gaming Headset zu gewinnen mit BDO-Spirale. Und dann alle anderen Teilnehmer, die einfach nur mitmachen, die bekommen 2x T, 2x Elixier-Amplifikator und 1777 Loyalität. Gut, kommen wir damit zum Perlshop-Update. Ich sag's euch so, wie ist es, Leute? Brauchen wir uns gar nicht angucken. Der ganze Perlshop heute ist kompletter Scam, ja? Das ist halt überhaupt nicht lohnenswert. Es gibt ein neues Feature, da könnt ihr mal auf Perlshop gehen und dann gehen wir mal hier auf diesen neuen Reiter Zauberkorb, okay? Da gehen wir rein und dann seht ihr hier, gibt es so ein paar gewisse Items für den regulären Preis und abhängig davon, wie viel ihr kauft, gibt es einen höheren Rabatt hier über meinem Kopf, ja? Das Ganze stackt sich hoch bis 20.000 Pearls. Ab 20.000 Pearls bekommst du 20% Rabatt auf den ganzen Warenkorb, ja? Also angenommen, ich kaufe mir hier diese Tauschein-Kacke hier, 10.000 Pearls und dann kaufe ich mir noch irgendwie hier richtig teure Sachen, das für 5.100, dann noch was hier für 6.800. Ihr seht hier, ich bin jetzt bei 17%. Und wenn ich die 20.000 Marke erreiche, geht das hoch auf 20%. Das heißt also, ich zahle dann jetzt nur noch 17.520 Pearls statt 21.900 Pearls. Was soll ich sagen, Leute? Es lohnt sich. Also es lohnt sich so gut wie gar nicht. Ja? Also was sich eventuell, alles mal löschen, was sich eventuell lohnt, wenn ihr es noch nicht habt, ein Polarfuchs, den gibt es halt nicht immer. Der ist aber auch teurer als sonst. Die gehen halt davon aus, dass ihr ein bisschen mehr Cash, damit ihr auch ein paar mehr Rabatte bekommt. Dann holt ihr euch noch irgendwie eine Marktmate oder so. Ja? So. 0%. Und gibt es noch irgendwas, was vielleicht interessant wäre, ansatzweise, irgendwie? Keine Ahnung, also eigentlich nicht, Leute. Eigentlich nicht. Vielleicht noch ein Shudat-Kostüm für eure Wusa oder Mego oder für irgendeine andere Klasse. So, auch nicht. 880 Pearls noch, damit ich 10% bekomme. Es lohnt sich nicht, Leute. Ich kann euch sagen, wie es ist. Heute scheißt der Pearlshop komplett rein. Es lohnt sich heute nicht zu cashen. Spart euer Geld. Nächsten Monat haben wir 7-Jähriges. Im 7-Jährigen könnt ihr dann so richtig rein cashen, weil da kommen die fetten Angebote, Leute. Also lasst euch nicht baiten und haltet euer Geld warm. Okay? Let's go zu den Patch Notes. Ist sehr übersichtlich, gibt ein paar Class-Anpassungen, Bugfixes, aber das Hauptding hier bei den Classes ist, dass die Megu, die neueste Klasse, die Schwester von Wusa, jetzt ihre Rabam-Skills erhält, ja, erstens, plus sie bekommt ihre Exklusiv-Succession-Skills. Das ist also WC- und SC-Skills. Könnt ihr gerne mal abchecken, hier haben wir ein paar Bildchen, könnt ihr euch gerne mal hier auch anschauen, aber am besten schaut ihr einfach mal in-game, ja, das sind die Rabam-Skills. Das hier ist WC, SC, hier. Schön. Schön. Gut, damit kommen wir aber auch jetzt direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, Matchmaking für Solaris Arena wurde angepasst, Leute. Und zwar wurde die Range, wo Leute mit ihrer gleichen Elo miteinander spielen, verkürzt. Das heißt also, vorher war die Range ein bisschen größer, dass man auch blau mit Gold Elo spielen konnte. Jetzt wird die Range dafür verkürzt, dass wirklich Leute, die ähnliche Punktzahl haben, gegeneinander auch antreten können. Ja, damit ihr nicht gegen die krassesten Schwitzer spielt, wenn ihr schlecht seid, sondern wenn ihr schlecht seid, spielt ihr auch gegen schlechte Spieler. Ne? Das wurde verbessert. Finde ich gut. Dann die Winterseason ist offiziell zu Ende. Wenn ihr nicht gestern rausgegangen seid, geht einfach auf euren alten Season-Charakter. Die Items werden wahrscheinlich alle rot markiert. Die zieht ihr einmal aus. Ihr habt eine Kiste in der Tasche. Da könnt ihr die Umwandlungssteine rausholen. Mit den Umwandlungssteinen geht ihr zum Schwarzgeist verbessern und könnt dort ein Item nach dem anderen von Season zu Non-Season umwandeln und könnt sie dann wieder tragen. Ja, denkt dran. Genau. Dann die nächste Season kommt vermutlich nächste Woche Mittwoch, also zum 22. Februar, zumindest war das bisher immer so, zumindest war das auch der Call in dem Kalfion-Ball, dass sie immer, beziehungsweise im Heidel-Ball, dass sie immer eine Woche Pause und dann wieder die nächste Season einführen wollen. Mal gucken, ob es eingehalten wird. Also noch haben wir keinen Teaser dazu, vielleicht kommt das ja noch mit dem Lauf der Woche. Dann gibt es einen kleinen Change und zwar, wenn ihr unter Z schaut, gibt es ja immer diese XP-Rolle, die ihr immer abgeholt habt, ne? Ich hoffe, ihr habt sie abgeholt, ich habe sie mal fleißig abgeholt und hier in den Familieninventar abgepackt, ich habe davon 413 Stück. So sieht die alte Rolle aus, ja? 200%, ne, ganz oben steht 200% Kampf-XP und das Ding wurde jetzt angepasst,
Es gibt ab sofort nicht mehr diese Rollen, die sind noch natürlich erhalten geblieben, die könnt ihr auch noch weiterhin benutzen. Es gibt inzwischen diese Rollen hier. Und diese Rolle hat jetzt einfach als Zusatz 30% Talent-XP. Das heißt also, wenn du davon auch drei Stück kombinierst, hast du dann nicht nur 600% Kampf-XP, sondern auch noch 90% Talent-XP. Also ein kleiner Change, ganz nett gemacht, danke dafür, ein bisschen mehr Talent-XP. Gut, dann gibt es ja dieses Wolkenaccessoire. Das Wolkenaccessoire wird nächste Woche mit dem 22. umgewandelt in ein Kapozia-Item der gleichen Stufe. Das ist das hier. Wenn es also auf Tri-Ted Pen ist, wird es halt auf Kapozia Tri-Ted Pen umgewandelt. Und die ganzen Steinchen, die ihr da unter Z bekommt, die werden umgewandelt in nicht Wolken-Upgrade-Steine, sondern in Kapozia-Upgrade-Steine, dass ihr immer noch weiterhin das Item von Tri auf Pen safe enhancen könnt. Dann die Buffs, die wir mit Wusa Release bekommen haben, Segen des duftenden Windes und Segen der atmenden Erde, wurde gelöscht. Wenn ihr sie gestern noch eingesetzt habt, habt ihr noch für 5 Stunden den Buff, aber danach ist Schluss damit. Die gibt es nicht mehr. Rau Rau, dieser Grashorn-König, wurde tankier gemacht. Der hat zweimal so viel Leben wie vorher. Und um Beute zu erhalten, wurde ein bisschen hier an dem Table, ein bisschen an dem Damage-Meter hier angepasst. Dann gab es ein Problem mit den Narvan-Steppen Peace und Pities. Und zwar war wohl ein Problem dort, dass du ja eigentlich mit dem Change 2000 Mastery hast und damit auch immer getterst, egal wie viel Mastery du hast. Scheinbar wurde die Mastery, die du zusätzlich gestackt hast, trotzdem gewertet und so hattest du irgendwie mehr. Und das haben sie jetzt wieder weggenommen. Das heißt, du getterst halt nur mit 2000 Mastery, wie auch angedacht. Und im Vergleich zu vorher wurde irgendwie die Chance auf Pities um 1,3-fach erhöht. Okay, cool. Ja, nett, danke. Dann gibt es noch 50% Beuterate beim Gerbern, aber nur auf Gerbermesser, die nicht diesen Text hier haben, ja. Achtet drauf, wenn ihr diesen Text habt, dann solltet ihr das Ding nicht benutzen. Benutzt ein Gerbermesser, was nicht das hier hat. Dann haben wir als nächstes die Floramos-Accessoires, das sind diese Tri-Manos-Quest-Items, die als Event eingeführt wurden, die aber jetzt als permanente Quest hinzugefügt wurden ab heute. Ihr müsst, wenn ihr es noch nicht geholt habt, das war ein Event, ist jetzt vorbei, könnt ihr nicht mehr holen, aber wenn ihr es noch haben wollt, es ist jetzt permanent Content in BDO. Ihr braucht dafür lediglich 300 Atem einer Fee abgeben oder Hexenleibgericht oder rätselhafter Katalysator, die du einfach als Nebenprodukt beim Gathern, Kochen oder Alchemieren bekommst. Und dann kannst du dir halt eines von den Dingern aussuchen. Ist ganz nett gemacht, ist ganz lecker. Dankeschön dafür. Es gibt zwei neue Ränge für Gilden, also Adjutant und Missionsverwalter, ja. Und die haben einfach ein paar mehr Rechte, um halt dem Gildenmeister ein bisschen zuzuarbeiten. Jetzt, wo vor allem auch dieses ganze Punktesystem hinzugefügt wurde, kann er halt die Verträge besser verteilen und so weiter und so fort. Okay, Leute, sämtliche Links sind unten wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das Ganze ist natürlich jetzt nur wirklich sehr überschaubar gewesen, aber ich glaube, zum 7-Jährigen werden richtig krasse Patches kommen und richtig krasse Events. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, zum Pearl-Shop ist absolut enttäuschend, aber ist nicht so schlimm, Leute. Spart einfach das Geld gerade. Sowieso schwierige Zeit gerade, ja. Und ab nächsten Monat, wenn das 7-Jährige kommt, da werden richtig krasse Events kommen. Ja, Leute, ich spiele das Spiel schon seit über 4 Jahren und einfach jedes Mal, wenn das kam, wenn ein Jubiläum kam, haben wir die krassesten Sachen erstens geschenkt bekommen, aber auch die krassesten Angebote bekommen im Pearl Shop, die wir für deutlich weniger Geld kaufen können. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und followt. Ist alles kostenlos, Leute. Support ist kein Mord und unterstützt mich, motiviert mich, hier auf jeden Fall immer weiterzumachen. Ansonsten sehen wir uns, Leute. Tschüss, viel Spaß im Video.